Am letzten Maiwochenende ging es nach Kroatien, genauer gesagt nach Tisno bei der Insel Murta. Die Fahrt war unkompliziert und zum Glück staufrei. Bei der Anfahrt nahmen wir noch eine alte Flugzeugkaserne an der bosnischen Grenze mit. Vor allem beim Motorradfahren ist die Kaserne ein beliebtes Ziel. Nur angekommen, machten wir eine kurze Besichtigung und waren Eis essen. Gebucht haben wir ein Apartment für 4 bis 6 Personen inklusive Motorboot mit Anleger. Hier rechts oben sieht man unsere Terrasse und hier der Ausblick aus dem Innenbereich. Morgen haben wir unser Boot übernommen und bekamen eine ausführliche Einweisung. Es wurde noch ausreichend Anlegemanöver geübt und dann ging es schon los aufs Wasser. Dieses Jahr ist ein eher kälteres Frühjahr und die Wassertemperatur lag so zwischen 18 und 19 Grad. Das Wetter war leider so schlecht, dass die Woche bevor wir kamen, Urlauber noch abgereist sind. Wir hatten etwas mehr Glück, bei uns war das Wetter bis auf einige Gewitter wirklich sehr schön.
erste Zeit verbrachten wir an einem herrlichen Platz zwischen zwei Inseln an einer Boje. War natürlich immer das Essen. Dass man in Kroatien gut essen kann, ist ja allseits bekannt. Hier ein Auszug von einigen unserer Speisen. Inzwischen sitze ich wieder in meinem Büro. Draußen regnet es. Heuer haben wir wieder ein regenreiches Jahr. Auch nicht schlecht. Natürlich hätte ich auch gerne mehr Sonne ab und zu, aber auf der anderen Seite ist es für die Natur natürlich unheimlich wichtig, wieder einmal mehr Wasser abzubekommen. Was ziehe ich jetzt für Fazit aus dem Urlaub? Also Kroatien ist sehr schön, das Wasser sowieso. Die meisten Leute sind sehr nett, das Essen ein Traum, vor allem wenn man Fisch und Meeresfrüchte mag. Was das Motorbootfahren betrifft, bin ich nicht ganz so begeistert. Natürlich sieht man vom Boot andere Sachen als auf dem Landweg.
Auch klar, der Anblick ist auch meistens sehr schön, nur raus mit dem Boot aufs Meer, Vollgas geben und von einer Welle zur anderen hüpfen, das begeistert mich überhaupt nicht. Also das ist so gar nicht mein Ding. Also schnell Motorboot fahren ist sehr langweilig. Das ist wie Autofahren oder noch schlimmer Motorradfahren auf der Autobahn auf einer langen geraden Strecke. Also das hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Wenn es jemandem gefällt, bitte gerne, aber für mich war das gar nichts. Ich fahre lieber langsam auf Flüssen oder die Küste entlang und genieße die Aussicht. Das ist eher so meins. Heißt aber nicht, dass ich nie wieder nach Kroatien fahre und auf den Meer fahre. Nur ein begeisterter Motorbootfahrer, wie es so schön heißt, den Hebel am Tisch legen. Nee, eigentlich ist das langweilig. Negativ erschreckend finde ich Leute, die mit der Natur nicht achtsam umgehen, die ihren Müll überall liegen lassen, blöd irgendwo mit lauter Musik herumfahren, denn das passt mit der Liebe zur Natur so überhaupt nicht zusammen. Natürlich kenne ich das vom Kajakfahren oder Radfahren oder auch Wandern. Da gibt es Leute, die sind gerne in der Natur und lassen überall ihren Müll liegen, machen überall Lärm. Ich verstehe es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das absolut nicht. Denkt also daran, wenn ihr in der Natur seid, genießt die Natur, achtet sie und zerstört sie nicht. Wie geht's bei mir jetzt weiter? Im Moment arbeite ich jeden Tag 12 Stunden, das wird noch einige Wochen so sein. Dann, ich habe mir ein neues Schlauchboot gekauft. Da wird es dann demnächst neue Videos geben. Und auch eine Erklärung, warum ich ein neues Schlauchboot gekauft habe, obwohl ich mir erst vor 2 Monaten eins gekauft habe. Da wird es dann auch einige Aufbau- und Umbauvideos dazu geben. Allerdings im Moment regnet es nur, ich kann das Boot gar nicht aufbauen und mir fehlt auch noch einiges an Material. Aber das wird schon noch folgen. Ich bin gespannt, wer so lange durchgehalten hat und auch das Ende hier sieht. Lasst mir einen Kommentar hier. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.